Ja, also ich bin Benjamin Heimann, 29 Jahre, bin jetzt circa 4 Jahre bei der Spitz Geschweißtechnik und ich bin dort in der Funktion als SFIOS, also Schweißfachingenieur Schienenoberbau, tätig und seit neun, sage ich mal, seit ungefähr einem halben Jahr bei der PTS und dort bin ich als Prüfaufsicht tätig. Also nach meinem Ingenieurstudium habe ich hier ein Praktikum begonnen bei Spitzke, habe dann hier den Schweißfachingenieur gemacht und den Gleisbauteil in Hannover dazu. Habe dann sozusagen 2,5, 3 Jahre als Schweißfachingenieur und Fachbauleiter hier gearbeitet und bin dann halt in die PTS, die neu gegründet wurde, gewechselt und habe dann in Wittenberge so ziemlich fast alle Lehrgänge gemacht, die es dort gibt und dann zum Schluss halt die Prüfaufsicht. Somit kann ich jetzt halt auch Leute überwachen, sage ich mal, die Wirbelstrom und Ultraschall machen im Gleis. Ja, die Prüftechnik bedeutet zum Beispiel, dass wenn die Schweißtechnik draußen ihre Arbeit sozusagen durchgeführt hat, komme ich zum Beispiel mit den Ultraschallgeräten oder mit den Wirbelstromgeräten und überprüfe, ob die Schweißungen alle in Ordnung sind oder ob die Schienen in Ordnung sind, sei es für die Deutsche Bahn oder auch für dritte Unternehmen. Und wie gesagt, perspektivisch ist zu sehen, dass wir dann halt mehr Mitarbeiter dort einstellen können, somit ich dann halt auch die Tätigkeit als Prüfaufsicht wahrnehmen kann und sozusagen meine Mitarbeiter draußen in Berlin und ganz Deutschland unterwegs sind und halt für die Sicherheit bei der Bahn also gewährleisten können. An meinem Job gefällt mir, dass es sehr vielseitig ist. Also ich kann zum Beispiel als Fachbauleiter rausgehen, als Schweißüberwacher. Man lernt viele Leute kennen und allgemein im Gleisbau muss man immer als Team agieren und alleine kommt man halt nicht weiter und das ist halt immer gut. Das ist auch manchmal eine Herausforderung, aber ja, halt diese Vielseitigkeit gefällt mir am meisten im Gleisbau. Also die Weiterentwicklung auf jeden Fall geht Richtung PTS, dass wir die Größe aufbauen. Zurzeit, sage ich mal, bin ich ja allein dort zuständig und vielleicht, dass wir mehr Mitarbeiter für die PTS gewinnen können, was natürlich auch ein schwieriger Weg ist, da so viele Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen und so viele Weiterbildungen gemacht werden müssen, bis man erst wirklich in diesen Ultraschall- oder Wirbelstromgeschäft mit einsteigen kann. Also der Grundstein ist die Fachkraft Schientechnik. Die wird jetzt zurzeit, glaube ich, auch hier in der Akademie angeboten. Und dann würde der Weg so weitergehen, dass man in Wittenberge in der DGZFP den Wirbelstromkurs belegt. Der geht circa 3 Wochen. Dann den Ultraschallkurs, der geht auch nochmal 4 Wochen. Dann noch Farbeindringverfahren und ja und den Sichtprüfer macht. So, das wäre dann der Einstieg, um dann halt raus ins Gleis zu können und dort prüfen zu können. Also man sollte sich auf jeden Fall nicht abschrecken lassen von den ganzen Lehrgängen. Man hat ein gutes Team hinter sich, was einem auch sehr gut weiterhilft in vielen Fragen. Und man sollte halt den eigenen Ehrgeiz entwickeln, da richtig dran zu bleiben, weil das ist ein Job, der eine sehr, sehr gute Zukunftsperspektive bietet, weil Gleise müssen immer geprüft werden. Und die Deutsche Bahn ist auch immer weiter stetig in Weiterentwicklung und Spitzke natürlich auch, was die Prüfmethodik angeht. Und wenn man einmal diesen Schritt gewagt hat und es bis zum Ende geschafft hat oder durchgezogen hat, dann stehen einem alle Türen offen bei Spitzke. In Sachen Weiterbildung, ich sage mal, dass viel in einen Mitarbeiter investiert wird. Seitdem ich hier angefangen habe, bin ich eigentlich ständig auf irgendwelchen Weiterbildungen oder Ausbildungen und dass einem auch das Vertrauen entgegengebracht wird. Und wie gesagt, man auch nicht alleine da steht, sondern auch mit vielen Kollegen, die schon mehr Erfahrung haben, reden kann, sich mal Ideen oder Hilfestellungen holen kann. Und ja, das Spitzke sozusagen allgemein kollegial, dass man da miteinander halt umgeht und nicht irgendwie, sage ich mal, ins Haifischbecken geworfen wird und dann hier mach du hast deinen Schein jetzt und los geht's.